So, hallo und herzlich willkommen zur weiteren Runde Sid Meier's Civilization 6 mit unserem Shaka Zulu Playthrough. Letztes Mal haben wir die ganze Runde angefangen. Das Video ist ein bisschen länger gelaufen, als ich dachte. Da habe ich leider nicht auf die Uhr geguckt. Diesmal versuche ich es mir ungefähr zu merken, wann wir angefangen haben. Und ja, wir haben uns ja letztes Mal auf Krieg versucht vorzubereiten. Und ich habe mir jetzt einmal die NPCs um mich rum kurz im Off angeguckt. Man kann nicht einfach die Leute. Und ich muss sagen, ich muss ganz kurz hier einmal rüberschauen. Was habe ich hier letztes Mal eingestellt? Ha. Okay. Ich habe wie viel Handel? Nur zwei. Ja, weil ich überlege mir eigentlich gerade, das hier reinzulegen. Damit die Terrorkarte an mir schneller fertig ist. Weil, wie gesagt, ich habe mir die ganz anderen NPCs angeguckt, in meiner Nähe. Und ich muss sagen, das ist das Kublai, genau. Kublai Khan war. Oh. Oh. Okay. Der ist relativ schwach. Der hat auch nicht viele Städte. Darum habe ich mir vielleicht gedacht, dass man den angreifen könnte. Ich glaube, der hat nur die beiden, meine ich. Warte, ich kann das mal nachgucken. Abkommen, guck mal, der hat noch. Okay, er hat noch zwei Städte neben der Hauptstadt, das heißt drei. Also irgendwo gibt es noch eine. Wenn ich jetzt den militärisch ein bisschen noch einholen könnte oder überholen, dann würde ich ihn angreifen. Ich denke, dass. Oh Gott. Okay. RIP, mein Pferd. Dich verschwende ich jetzt nicht dafür. Ich denke mal, irgendwann kommt ein anderes Wunder. Ja, ja. So, ein goldenes haben wir damit auch gesichert. Das ist sehr gut. Der greift meine Stadt wieder an und verkackt. Bitter. Bitter. Ja, egal. Ich glaube. LOL. LOL. Okay. Oh, das ist unlucky. All das tut weh. In Russlands Augen. Ich glaube, das ist Russlands Siedler gewesen. Oh, das tut richtig weh jetzt. Muss das wehtun. Ich wollte eigentlich Wunder bauen, aber. Wir bauen hier mal das Gebäude. Das war ja immer besser, das in der Hauptstadt zu bauen. Weil es ja diese eine extra gibt, dass die Siedler schneller, noch schneller gehen. Oh, habe ich leider verloren. Schade. Ich habe mich so dafür eingesetzt. Mann. Schade. Ja, ne? Leveln wir mit dich einmal. Und würde ich sagen, Alter, wo gehen wir denn hin? Boah. Ah, da wäre ich cool. Okay, so viel Freiheit habe ich leider nicht, wo ich hin kann. Ja, geh du mal langsam in die Richtung. Mal gucken. Ja, ja, ja. Du kannst mich ja noch mehr. Okay, du gibst mir Geld. 7 pro Runde. Und ich krieg Pferde endlich. Ich habe nicht mal Eisen. So traurig ist die Geschichte. Oh, die Stadt ist so scheiße. Ich meine, ich habe die kostenlos bekommen. Ich musste nichts dafür tun, aber trotzdem die Stadt ist. Also, pa. So, was kannst du denn? Eine Reliquie. Oh. Ich wollte den rausmoven. Wirklich. Ach, Spiel. Geh mal da rein. So, nächste Runde holst du mir die hoffentlich. Warum dauert das alles so lange? Ich glaube, weil die Stadt einfach keine. Ja, ich glaube, das hier braucht die Stadt. Oh Gott. Das dauert alles so lang. Einheiten brauchen ewig wahrscheinlich. Yep. So kann ich leider keinen Krieg führen, ne? Ich brauche schon. Bisschen mehr Produktion. So, boosten wir auch schon mal die Seite. So, du läufst hinterher. Das sieht erstmal gut aus. Hier könnte ich vielleicht siedeln. Wegen dem Feld. Das muss die Stadt dann aber absolut carryen. Ja, Staudamm. Platzieren wir mal da. Man weiß ja nie, was noch so kommt. Ob noch ein. Ach so, ich brauche einen Platz. Oh Gott.
Ich kann das Spiel. Also ich weiß, wie das Spiel auf jeden Fall funktioniert. Aber lesen kann ich auch nicht. Was ist denn deine passive Fähigkeit? Das ist auch nicht schlecht. Dann gehen wir zu denen hoch. Dann nutze ich wenigstens seine passive Fähigkeit. Oh, die gibt mir gut Geld. Nice, finde ich gut. Aber guck ich mir das alles an. Das juckt mich nicht. Ja, weil es ist es smart hier zu siedeln. Ich krieg das alles. Das ist mein einziges Nahrungsfeld. Ja, okay, warte, ich bin ich hier siedel. Dann kaufe ich mir nichts. Genau, das wollte ich sagen. Nichts anderes. Ja, bauen wir ganz schön Kornspeicher. Oder besser gesagt, so schnell es geht. Ja, okay, ich merke schon, ich brauche mehr. Ich muss mehr Gold machen. Ne, kannst du nicht mal. Du hast null Stärke. Du kannst mich so absolut mal. Und hier hinten ist halt ein gelevelter. Wie heißt der nochmal? Armbrustschütze. Also, der hält das hier unten. Bin mir ganz sicher. Ja, ich muss aber ein bisschen mehr auf Money gehen. Merke ich gerade. Ich mache echt wenig. Echt wenig Gold pro Runde. 61 ist halt nichts. So, sehr schön. Oh, warte, wer? Ja, sehr schön. Das ist sehr gut. Okay. Ist die Sache, holen wir uns jetzt das oder das? Das wäre eigentlich nicht schlecht, aber 30% günstiger allein wegen den Handwerkern. Und ich kann die auch mit Glauben. Ja, okay, holen wir uns das. Weil ich die auch mit Glauben kaufen kann. Allein deswegen lohnt es sich schon, glaube ich, mehr. Geil, jetzt nichts gekauft. Stark von mir. Nee, kriegst du nicht. Warum? Warum, Aban? Warum müsst ihr jetzt Stress machen? Okay, geil, danke. Kuss. So, und dann kann ich einmal euch wechseln. Ich habe noch gerade keinen, deswegen könnte ich hier eigentlich... gehen wir ein bisschen mehr auf Wissenschaft. Sehr schön. Katapultiere uns direkt nach oben. Gehen wir auf Erkundung. Und kein Wunder, lohnt sich. Ich will die beiden nicht bauen. Das würde mich nicht weiterbringen. Deswegen gehen wir mal hier auf den. Ja, den stelle ich da ab. Magnus kriegt das hier mehr. So, du chillst auch dein Leben. Du kannst leider nichts großartig machen. Kann ich einen Handwerker? Ja, geil. Noch ein? Lol. Okay, du bist hier. Die Stadt hat ein Lager. Ja. Das wäre eigentlich nicht schlecht, aber ich würde auch eigentlich gerne ihn haben. Ja, nehmen wir mal Pingala wieder. 13 Wissenschaft da oben, 8 hier, 12 da. Oh, 12, krass. Aber die Stadt scheint die nächstbeste zu sein. Das hat. Oder warte, wie sieht's aus mit Gold? Wir wollten eigentlich auf Gold gehen. 6 Gold hier, 13 da unten. 25, aber die hat schon einen. Ey, die hat schon einen. Da würde ich hier mal vielleicht Rainer reinsetzen. Ja, komm, gehen wir auf Geld. So. Du gibst mir das, du gibst mir Eisen. Danke. Dann kann ich den jetzt hoffentlich leveln. Er hat mir 20 gegeben. Normalerweise kostet das 20. Mal gucken. Ich würde gerne. Yes. Ich würde gerne meine Einheiten natürlich fit halten. So, du gehst kurz dahin. Du gehst mit. Keine Ahnung warum. So, dann bist du da. Genau. Die Einheit wird noch gebaut. Die wird auch nicht verbessert. Wo gehe ich eigentlich? Ach so, Richtung Öl. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, so, hä? Der forscht da oben alleine. Ich habe voll vergessen, wohin er hingeht. Gehen wir auf Produktion, bevor wir auf Wissenschaft gehen. Ja. We need money. Schade. Ballern wir halt so. So, hier noch eine Farm. Die vier sind geil. Oh, ey. Nicht jetzt. Ein Gold pro Runde gibt es mehr dafür. Nein. Nicht jetzt. Das ist echt schade. Bisschen zu früh. Ich bin noch nicht mal stärker als er.
Aber an sich, guter Gedanke. So, holen wir uns Fischerboote für die Stadt. Dass die Stadt mal irgendwann wächst. Dass ich das auch noch miterleben darf. Aber ganz ehrlich, denen jetzt anzugreifen, ich konnte die Stadt halt zocken. Na klar. Aber, also nicht, würde sich irgendwie nicht lohnen, glaube ich. Ich habe das angeklickt. Stadtfernkampf. Stadtfernkampf. Hallo. Dass man so weit ranzoomen muss. Falsche Maustaste geklickt. Stark von mir. Würde ich sagen. Hä? Achso. Ich wollte sagen, so, hä? Wieso geht das nicht? So, du gehst nach da. Geht das noch? Nö. Schade. Dann gehst du nach da. Ihr macht das. So. Bisschen einfach alles abbauen. Vor allem die Küstenfelder. Normalerweise bringen Küstenfelder gut Nahrung. Und Gold. So, der rennt weg. Nö, tust du nicht. So, gehst du dahin. Ja, die verteidigen das unten schon. Die verteidigen die Gegend. Der repariert das jetzt erstmal, die beiden. Dass Kasan hier hoffentlich wieder ein bisschen läuft. Toll, jetzt ist die eine sogar noch gestorben. Gerade, Alter. Das ist halt echt typisch. Aber das war halt so egal. Machen wir mal Tee hier. Und da hätte ich gerne einen großen Wissenschaftler. Und da puppe ich alle meine Punkte rein. In den Wissenschaftler. Und ist der Künstler geworden. Geil, ich habe nicht einen Punkt bekommen. Ah, der könnte mich da... Ist das ein Hügel? Weil wenn ja, kann er mir nichts tun. Hehe. Ja, und die eine... Oh Gott, das ist ein... Oh Gott, das ist ein Bogenschütze. Nope. Gar kein Interesse, da mich zu zeigen. So, Wunder baue ich auch nicht. Der baut hier irgendwas. Was baust du? Wo steht das? Wo steht das? Wo steht das? Scheiße, wo steht das? Weiß ich nicht. Ist er näher gekommen? Hey. Raus. So. Sehr schön. So, der geht dahin und baut das ab. Oder? Warte mal. Oder ich mache hier oben eine Farm, weil da habe ich hier oben wenigstens mein Dreieck fertig. Ja, Mama. Das Dreieck ist... Das ist es. Hier ist eine einsame Farm. Das ist halt echt traurig. Aber ansonsten holen wir uns mal die Bananen da. Das hat halt kein... Das kann ich mir nicht ansehen. Kein Nahrungsfeld. Alter, ich dachte, das ist ein Barbaren. Alter, ich wollte gerade sagen. Und der verliert langsam Loyalität, obwohl er einen Gouverneur drin hat. Ich sag mal so, wenn ich diese Stadt automatisch krieg... Boah, das wäre geil. Das wird richtig schmecken dann. Ja, mehr Impis. Ich meine, was will er gegen meine Impis tun? Außer nichts. Der kann da halt gegen nichts tun. Aber was hat er für eine Armee, bitteschön, dass ich mit einem Zweier Tribok ist es, glaube ich, nicht annähernd in seiner Nähe bin. Also, nicht schlecht. Wir erhöhen mal einfach meinen Druck mit Loyalität. Wir spielen mal ein bisschen so. Wir spielen mal ein bisschen frech. In Hoffnung, dass es hier ein bisschen mehr drückt. Und gehen einfach auf... Ich schau mal nach. Da. Dass unsere Handelsrouten besser werden. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch wieder... Ich schau mal ganz kurz nach. Wo habe ich denn schlecht... Oh, hier könnte noch ein... Ich hole mal meinen Handwerker da. Da, wo sie auch lohnt. So, und von da aus gehen wir nach... Boah. Da. Und dann ackern wir hoch. Wie gesagt, hier, guck mal, das drückt jetzt. Das drückt hier ja auch. Der ja auch. Also die drei drücken auf die Stadt. Ah, der hat doch angefangen, die Mauer zu bauen. Geile Mauer. Du gibst mir... Was? Was ist das für ein Scheißangebot? Angkor Wat wurde gebaut. Ja, es ist ein okayes Wunder. Angkor Wat, wenn du auf Religion gehst, das heißt, ich weiß, worauf dieser unbekannte Spieler geht. Alter, wie kann es der Stadt so schlecht gehen? Die hat halt so viel Nahrung. Hier 6, 6, 5, 5, 4, 5. Ist ein... What?
Achso, das gehört wahrscheinlich der Hauptstadt. Ah, okay. Ich wollte sagen, normalerweise kann kein Feld kaputt gehen. Aber da war ja was. Wenn ein Feld natürlich nicht der Stadt gehört. Alter, was? Boah, guckt euch mal diesen Boost an. Den die Stadt gerade bekommen hat. Also das schmeckt. Also die Stadt ist echt lecker. Ja, da kann ich da hingehen. Weil da wollte ich ja eben gerade hin, bis ich gesehen habe. Nee. Ja. Ich sehe, was er vorhat. Ich sehe sogar ganz gut, was er vorhat. Ich meine, ich bin ja nicht blind. Gehen wir auf Annehmlichkeit. Das geht nicht. Minus 1 Annehmlichkeit ist echt. Das ist bitter. Und holen auch noch gleichzeitig. Ja, ich glaube, das unten hält sich schon. Ja, wir holen euch mal dahin. Und den ziehe ich mal nach da. Die wird mir nicht angreifen. Und wenn ja, hätte ich sie schon lange gemacht. Aber das macht sie nicht. Der macht mir ein bisschen Sorgen. Aber sind die Einheiten stark? Also ist die Einheit hier stark? Oh Gott, nein. Die ist ja überhaupt nicht stark. Also gegen meinen Impi mit 2 Sternen kann der ja gar nichts. Wenn die Mauer hier auch oben sind, dann hat er so und so verloren. Weil ich sehe auch keine Belagerungseinheiten. So, das heißt eigentlich kann ich vor mich hinbauen. Oh, was die Petra? Petra ist natürlich nice. Also Petra hätte ich gerne. Oh Gott, ey, die Stadt. Der Stadt geht's halt so scheiße. Aber ich musste halt siedeln. Ich brauche halt eine neue Stadt. Einnahrung? Nee, dafür tue ich es nicht. Ich könnte hier eigentlich alles mit... Ja, tun wir. Aber einfach nur, weil wir da oben jetzt alles einfach mit Bauernhöfen vollklatschen. Das hier alles. Dass die Stadt auch gut wächst. Hier würde ich dann 2... Oh Gott, wie heißen die nochmal? Ich komme einfach nicht drauf. Heute ist nicht mein Tag. Ich merke schon. Die Holzfäller-Sachen reinklatschen. Sind das Holzfäller-Sachen? Holzfällerlager? Ah, Holzfällerlager. Yes, das war's. Aber die braucht auch Annehmlichkeit, die Stadt. Das heißt, ein Feld muss ich doch leider, glaube ich, opfern. Ha, muss ich nicht. Nice. So, du campst da, du campst mit. Du gehst zum Wunder und bumm. 12 Runden ist okay. Kann man machen. War schon mal schlechter. Ah, oder der stellt seine Einheiten hin, wegen, falls die Stadt wirklich rebelliert, dass er dann instant die Stadt zurück einnehmen kann. Oh, das kann sein. Vielleicht ist es keine Kriegserklärung, in Anführungsstrichen. Ja, okay, dann kann ich es verstehen. Aber trotzdem werde ich ihn angreifen, irgendwann. So, du heilst dich auch. Naja, eigentlich muss ich dich warnen sogar. Weil deine Einheiten an meiner Grenze sind. Aber du bist der Einzige, der mich mag. Warum magst du mich denn nicht? Scheiß Vulkan, warum? Warum? Warum ich? So, darum ist alles sehr schön. Hier kann ich kein Sägewerk platzieren. Warum auch immer. Okay, dann ist der Plan jetzt auch gefailt. Ja, dann da. Ah, ich glaube, das ist ein... Ja, ach, oh wow. Weil es ein Dschungelfeld ist und kein Wald. Oh nein. Wie konnte ich nur? Boah, muss ich extra neu modernisieren? Boah, das ist frech. So, schauen wir mal, was er jetzt macht. Ja, genau wie ich es predicted habe. Er wird jetzt einfach versuchen, die Stadt einzunehmen. Ja, soll er. Nope. Alles klar. Wir bauen Mauern. Soll er das mal versuchen? Oh Gott, ich bin... Oh nice, ich bin davon zu zerreden. Sehr schön. Immerhin von irgendwas. Ja, während meine Einheiten sich alle heilen. Die Stadt kommt in 9 Runden zu mir.
Also ich kann mich auch zurücklehnen. Seine Stadt ihm abzocken. Und dann auch irgendwann den Krieg erklären. Ja klar. Hey, bin dabei. Wer, wenn nicht ich? Habe ich Kohle? Oh, viermal. Oh, sehr schön. Ah, das ist doof. Das ist doof. Das finde ich nicht geil. Würde ich sagen, gehen wir auch die Bombarden. Hier gehen wir... Huh, gute Frage, auf was wir gehen. Schützen wir einfach das Feld da unten. Ach, warum sehe ich immer die ganzen Einheiten? Warum sehe ich die ganzen Einheiten immer? Warum ich? Ich will die nicht sehen. So, du gehst da hoch. Oh, du hast auch nur eine Aktion. Nee, da gehst du nicht da hoch. Da gehst du unten hin. Der geht jetzt auch mit dem weiten Weg nach unten. Ha. Auch nur eine Aktion. Ich hasse euch. Ja, gehst du da hoch und farmst es ab. Und ich bin kein Suzerän mehr. Geil. Nein. Keiner kriegt Öl. Kohle. Ich mache viel pro Runde. Ja, geht. Und es ist schon wieder ausgebrochen, dieser scheiß Vulkan. Geilo. Würde ich sagen, beenden wir noch ganz schnell die Runde. Indem wir aber hier nachgucken, was jetzt zerstört wurde. Aha, das fällt schon wieder. Und dann würde ich sagen, was ist auch hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.